Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder zurück hier bei StarCraft 2. Wir sind mitten in der Mission und zwar sollen wir hier das vierte Xel'Naga-Artefakt finden. Wir sind auch schon ganz schön weit vorgekommen. Schaut mal, wir haben die Hälfte der Karte bereits befreit. Jetzt ist bloß das Problem mit der Versorgung. Das wird aber gerade hier hinten, wird das gerade erledigt und dazu würde ich gerne nochmal... Ja, zwei oder drei schwere Kreuzer würde ich auf jeden Fall bauen. Wir haben dann hier unten mal noch in dem Waffenlager mal noch ein bisschen für Upgrade-Party gesorgt. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir rüsten jetzt bis zum Ende auf. Und zwar machen wir nicht nur die Waffen scharf. Also die Waffen erfahren bei uns ein Upgrade, sondern natürlich auch die Panzerung. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem die Panzerung für unsere schweren Kreuzer. Weil schaut mal, die müssen auf jeden Fall noch sehr weit hier vor. Und hier kommt nämlich jetzt schon die Basis von denen. Und wie es aussieht, greifen die jetzt schon hier an. Ja. Sie haben gerade ihr Mutterschiff rausgelassen. Also letzte Folge haben sie ihr Mutterschiff rausgelassen, weil die gemerkt haben, dass wir sehr nahe ihrer Basis sind. Und das Mutterschiff hat die Fähigkeit, verschiedene Einheiten von uns in einer Art, wie soll ich das sagen, in einer Art leeren Raum zu versetzen. Das heißt, wir können nicht drauf zugreifen und die restlichen Einheiten von... Und die restlichen Einheiten von uns, die machen sie dann halt hin, ne? Und das ist nicht so besonders toll. Deshalb sollten wir zusehen, dass wir das Schiff hier vorne auf jeden Fall... auf jeden Fall killen irgendwie. Na, hier sind die ganzen Warp-Tore. Ja, immer langsam. Wir haben nur 7 Schiffe. Jetzt haben wir nur 5. Okay. Wir greifen hier gerade mit 5 an. Nur mit der Hälfte unserer Armada. Und kommt doch ganz gut zurecht, oder? Wir machen hier auf jeden Fall, ich versuche hier auf jeden Fall, jedes Gebäude Richtung Westen irgendwie kaputt zu machen. Weil jedes Gebäude, was auch die wieder aufbauen müssen, kostet sie natürlich auch Ressourcen. Und ihr wisst ja, wir haben hier alles nur in begrenzten Maßen verfügbar. Okay, Rückzug bitte. Oh, das sind auch schon ganz schön anlädiert hier, ne? Gut. Wir fliegen mal hier runter. Und starten hier mal mit unserem BPF so eine kleine Reparatur-Session. Damit wir die Schiffe wieder einsatzbereit bekommen, so schnell wie es geht. Jetzt hätten wir hier genug. So, und mit denen sollten wir eigentlich so weit wie es geht, sollten wir eigentlich so weit kommen, dass man sagen kann, ja. Wir greifen an. Wir greifen an. Ja. 300. Wir brauchen noch ein paar Kristalle. Kristalle brauchen wir hier auf jeden Fall. Das ist mal ganz wichtig. Schaut mal, wie viel haben wir hier noch? Wir können auf jeden Fall hier noch Mules holen. Ja, auf jeden Fall noch. Das ist schon wieder alles bis Biengas. Hier hatten wir noch 770 Einheiten. Hier haben wir noch 800. Und dann wäre... Es wäre hier schon auf der Karte wieder fast zu Ende, ne? Das heißt, viele Versuche hätten wir nicht. 390 hier. Okay, das wird gerade repariert. Sehr schön. Wunderbar. So, und dann schauen wir nochmal, wo das Schiff jetzt hingeflogen ist. Okay, das befindet sich gerade wieder auf der Rückreise, wie es aussieht. Boah, schaut mal. Okay, das... Ich liebe meine Belagerungspanzer. Ich liebe sie einfach. Da kann man nichts dazu sagen, das ist... Nicht mehr und nicht weniger, es ist einfach, die sind einfach der Brecher. Kann man sagen, was man will, die sind und bleiben. Auf dem Weg. Na, ihr wisst, für mich mit die geilsten Einheiten, die es gibt. So, dann flieg mal ran hier. Immer langsam. Dann mal ran hier auf den Meter. Was auch immer.
Warum immer von mehreren Seiten, ne? Feuert mal hier unten noch auf den Gefechtsturm oben, der ist auch schon weg. Noch schön auf den Energiepylon drauf, sehr schön. Und bitte da noch. Dankeschön. Dann könnt ihr hier mal noch die Warp-Tore, die könnt ihr hier mal bitte noch kaputt machen, das wäre ganz nett von euch. Und hier hätten wir dann schon den nächsten. Schießen wir dreimal drauf, sollte eigentlich völlig ausreichen. Oh. Okay. So, und jetzt können wir uns entscheiden, entweder oben, entweder ganz im Westen oder ganz im Osten. Hier ist das Schiff. Ich glaube, die vorletzten Gefangenen können wir hier auch jetzt tatsächlich endgültig befreien. Hier hinten machen wir mal unsere Truppen mobil. Kommt ruhig mit vor. Kommt ruhig mit vor, kein Problem. Ihr bleibt soweit hier. Ja, wir haben knapp 200. Wow, knapp 200, ist super. Okay, wunderbar. Bewegung, Bewegung! Wer hat die Flotte gerufen? Was ich dir? Nur du. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, du darfst wieder mit reparieren. Du gehst mit hier vor. Was ist mit dir? Und was jetzt? Nee, das ist kein Problem. Die Gefangenen sollten wir mal noch, die sollten wir mal noch befreien. So, was ist hier mit meiner Armee? So, das ist Rächer 1. Der Tod kommt von oben. Soll ich irgendwas umlegen? Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht. Hier drüben sind schon wieder Einheiten. Ja, Kommander. Vorsicht, hier drüben warten noch Einheiten auf uns. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Kurz draufgehalten. Tschüss. Kommt das jetzt auf uns zu oder wie ist das jetzt? Bin unterwegs. Kreuz, Sie wünschen. Ja, und nun? Geschwader unterwegs. Wie ist das Schiff abgehauen? Rückzug, Rückzug. Ja, Kommander. Boah, wie lange bleiben die denn in diesem Wirbel drin? Okay, alles klar. Schaut mal. Okay, das Schiff ist dichtig anlädiert. Das Schiff ist richtig anlädiert. Was auch immer. Wo ist unser WBF? Nur zu. Oh nein. Okay. Ein WBF musste leider leiden. Dann machen wir folgendes, dann gehst du wieder mit hier runter, würde ich vorschlagen. Das Schiff wird auch gleich wiederkommen. Ja, das denke ich mir, dass es gleich wiederkommt. Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Ja, das zeige ich euch gleich. Und nun. Hier kommt nämlich das Ding schon wieder angeflogen. Feuer, Feuer, Feuer. Also das Schiff hat wirklich, wirklich, also richtig Glück gehabt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das Teil hat richtig Glück gehabt. Wir haben aber noch ein paar Schüsse von der Yamamoto-Kanone. Ach, nur von der Yamato. Ach, wirklich?
So. Ja, ja, okay. Das ist kein Problem. Hier oben holen wir dann noch den Gefangenen raus. Das Schiff lassen wir dann nochmal kurz runterkommen. Wird gemacht. Ja, und hier unten sind dann jeweils die Türme. Das ist kein Problem. Okay. Jetzt kommt auf jeden Fall das Schiff nochmal. Okay, das kommt ganz langsam in unsere Richtung. Energie. Auf dem Weg. Bestätigt. Immer langsam. Feuer, Feuer, Feuer. Verstanden. Sehr schön. Okay, das war's. Jawohl. Das war's. Das Schiff ist weg. So, jetzt nehmen wir mal die Flotte ein bisschen auseinander, würde ich vorschlagen. Okay, hier hinten ist auch noch so ein Turm dran. Ja, Kommander. Okay. Verstanden. Auf dem Weg. So, ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir noch nach Norden. Holen uns hier oben noch den Turm. Damit der auch endlich der Vergangenheit angehört. So, da sind noch jede Menge Fluggeräte außenrum. Sehe ich gerade. Kurs ermittelt. Ah, okay. Wir sind immer noch in dem Bereich. Alle Mann von Bord. Ja, wir müssen auf jeden Fall zurück. Okay, dann fliegen wir raus hier. Wir haben nur noch knapp die Hälfte unserer Lebensenergie. Ja, da müssen wir halt schon mal kurz zurück reparieren. Und Energie. Dann kommen wir auf jeden Fall wieder. Ja. Die müssen ja unbedingt nur das Schiff beschießen. Oder? So, dann gehen wir auf jeden Fall mal hierher. Im Anflug. Was gibt's? Rock'n'Roll! Dann gucken wir mal mit unserem kleinen Belagerungspanzerchen. Gucken wir mal ein Stück weiter vor. Hier gehen wir uns hier ein. Ja, das BBF, schaut mal, das BBF, das tut schon wieder seinen Job, das ist alles gut. Dann machen wir hier folgendes. Jetzt macht ihr mal nicht ins Hemd. Ja, unseren Raumtransporter, wir könnten hier noch ein paar bauen, aber das bringt jetzt, glaube ich, nichts mehr. Wir sind fast zu weit. Ich würde vorschlagen, wir nehmen unsere beiden Duskwings, befreien auf jeden Fall die... Machen auf jeden Fall die Gefängnisse auf. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann können wir uns ja noch welche holen. Schaut mal, die Feuerkraft von den Dingern. Ah, noch ein 2 Stück. Unglaublich.
So, das waren die ersten. Meine Klingen dürsten nach Rache. Hey, ihr macht hier gar nichts, meine Freunde. Ihr bleibt schön hinten. Ihr geht wieder schön zurück. Wenn wir euch brauchen, ist kein Problem. Und nun? Laut und deutlich. Melde mich zurück. Okay, wo die langfliegen. Das ist ja mal geil. So. Wohl wahr, ihr bringt Freiheit für alle, Freund Trailer. Ja, bringen wir. Wir bringen Freiheit für alle. Keine Sorge. So, das sind unsere Duskwings. Herzlich willkommen bei uns. Wir machen eigentlich nimmer so viel rum hier. Auf dem Weg. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier hinter, schauen zu, dass wir den dritten Turm hier hinten deaktivieren. Jawohl. Und dann ist einfach nur gut, oder? Kurs ermittelt. Geschwader unterwegs. Verstanden. Oh, was für ein Treffer. Wer hat die Flotte gerufen? Schaut mal, ja, die Transporter, die verziehen sich schon. Alle Mann von Bord. Ich würde vorschlagen, das war's, oder? Erfolgung, der stärkste Terraner des Universums. Was ist denn das für ein Erfolg? Schnappt euch das Ding und setzt einen Kurs zurück zu Valeria. Okay, auf Wiedersehen. Ich denke mal, der Erfolg ist wahrscheinlich nur dem geschuldet. Ich habe die Macht vernichtet. Alle Achso, okay. Generatoren schließen den Schnuller leer auf schwer ab, ohne eine Einheit an die Felder zu verlieren. Und natürlich, okay. Ich sag mal, wahrscheinlich ist es so, durch die Felder verlorene Einheiten haben wir nichts. Wir haben keine Einheit verloren durch die Felder. Wir haben auch nur 5 Einheiten auf der Karte verloren. Okay, sehr schön. Sehr, sehr geile Mission. Sehr, sehr geile Mission. Macht mal die Augen auf. Rain hat uns verraten. Ich bin hier, um gegen die Liga zu kämpfen und nicht für sie. Kriegt euch mal wieder ein. Wir haben dem Commander immer vertraut und dabei sollten wir bleiben. Dem Säufer könnt ihr nicht trauen. Jim Rayner ist nicht mehr als ein mieser Feigling. Seitdem du auf diesem Schiff bist, verbreitest du nichts als Unruhe. Ach ja. Erbärmlich. Man kann sich immer nur selbst trauen. Je eher ihr Versager, das reicht jetzt langsam. Allen was vor, oder Jimmy? Aber beim ersten Gegenwind steckst du wieder den Kopf in den Sand. So machst du das doch, oder? Mit mir, den mit deiner süßen kleinen Freundin. Thank you.
mir nochmal gut überlegen, Tigers. Oh, jetzt ist er richtig angepisst. Aber richtig, richtig angepisst. Sie lassen uns für die Liga arbeiten, Commander. Und dann sollen wir nach Char. Das klingt gar nicht nach Ihnen. Das hat nichts mit der Liga zu tun. Wir haben immer dafür gekämpft, Leben zu retten. Wenn die Zerg jeden abschlachten, war alles umsonst. Deshalb gehe ich zurück nach Char. Es ist eure Entscheidung, ob ihr mitkommt oder nicht. So wie immer. Ja, das ist der Commander, den ich kenne. Zufrieden? Los, gehen wir wieder an die Arbeit, Jungs. Diese Unterhaltung will ich nicht nochmal führen müssen. Und reparier meine verdammte Jukebox. Geile Szene. Immer wieder. Mit die beste Szene. Kann mir mal wer helfen? Hallo. Es ist... Hallo. Geil. Ich denke mal, einen Tag später hat er sich vielleicht ausgenüchtert. Unser Tigers. Hier, schaut mal, das sind die letzten Söldner. Die werden wir auf jeden Fall noch in der nächsten Folge, werden wir die auf jeden Fall noch kennenlernen, beziehungsweise wenn wir genug Kohle haben. Ich denke mal, wir haben genug Knete, oder? Werden wir die auf jeden Fall auch anhören. Bis dahin möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zugucken. Ich hoffe, für euch war es genauso, ja, so ein kleiner schmunzeliger Moment dabei wie für mich. Also vor allem hier ganz zum Schluss. Und reparier meine verdammte Jukebox. Ja, ich bin gespannt, ob er sie repariert hat. Wir schauen uns das in der Schiffsmesse in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zugucken, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.